tens of thousands of South Sudanese refugees are crossing into Uganda. Ongoing violence pushing more people across the border every day. Sida and her six children ran away after soldiers attacked her village. Over 1.5 million South Sudanese are now living as refugees. It's one of the world's greatest humanitarian crises. Raymond Tawongo fled for his life, barely escaping on an old bicycle. He too lost everything. But now they're grateful to be safe. In Uganda, refugees are registered, given small plots of land, building materials, and food rations, all within 3 days. The country already hosts over 500,000 South Sudanese refugees. Resources are stretched. The government and aid agencies need more support to help give refugees a fresh start. herzlich willkommen aus dem Studio von OKTV Ludwigshafen. Am 20. Juni eines jeden Jahres ist Weltflüchtlingstag. Grund genug für uns und zahlreiche andere Bürgersender in der Bundesrepublik auf dieses wichtige Thema hinzuweisen, Hintergrundinformationen zu liefern und natürlich, was in diesem Jahr auch erstmalig der Fall ist, dies Ganze mit einem Kooperationspartner zu tun, nämlich der UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn. UNO-Flüchtlingshilfe, sagte schon, arbeitet eng mit dem UNHCR zusammen und damit mit der UNO. Was das alles ist, wird uns der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn, Peter Hohenstroh-Bauer, erklären, den ich auch ganz herzlich begrüße. Herzlich willkommen in Ludwigshafen. Vielen Dank, Herr Ressmann. Ich freue mich, dass ich hier bin. Sehr gut, ich freue mich sehr, dass es diese Kooperation gibt und dass wir auf die Aktionen auch der UNO-Flüchtlingshilfe der UNO aufmerksam machen können, denn es ist ja ein wichtiger Termin, wie wir nicht nur vor 2 Jahren, sondern in der täglichen Arbeit beinahe feststellen können. Die Aufgaben der UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn sind ja auch umfangreich. Was steht denn jetzt in diesem Jahr und in der nächsten Zeit im Mittelpunkt Ihrer Arbeit und Ihrer Aufklärungsarbeit und auch Ihrer unterstützenden Tätigkeit? Wir stehen eigentlich jetzt mittlerweile seit 1980 als eine NGO in Bonn als der nationale deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, also des UNHCR, in der Verantwortung, dafür mit Sorge zu tragen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland informiert werden über die Situation von Flüchtlingen weltweit, dass gleichzeitig Gelegenheit ist, zu spenden, um die wichtigen Einsätze des UNHCR international finanziell zu unterstützen und zum Dritten auch in Deutschland Projekte zu unterstützen, die sich unmittelbar mit der Arbeit mit Flüchtlingen beschäftigen. Denn das ist ja für uns eine große gesellschaftliche Aufgabe in der Republik und in Europa, eigentlich auch weltweit. Und spannend finde ich, wenn man sich mit dem Thema einmal näher beschäftigt, dass ja ganz viel, was UNO-Menschenrechtskonvention anbelangt, was Flüchtlingskonvention anbelangt, ja eigentlich aus den fürchterlichen Erlebnissen und der Tragik unseres Kontinents entstanden ist, also eigentlich zum Schutz unserer Bevölkerung entstanden ist und wir das ja auch auf die heutige Zeit übertragen, nie vergessen sollten. Richtig, das sollten wir nicht vergessen und das ist, glaube ich, auch damals Motor gewesen und Spiritus Rector für die Gründung der UNO-Flüchtlingshilfe, dass man sich erinnert hat daran, was ist eigentlich in Europa passiert, wie viele Menschen waren in Europa auf der Flucht, insbesondere auch aus Deutschland fliehen mussten und welche Konsequenzen hatte das? Wie gehen wir heute
mit den Flüchtlingszahlen um, mit den steigenden Flüchtlingszahlen. Und der Weltflüchtlingstag ist ja einer, der fokussiert auf dieses Thema und einmal beleuchtet die Schicksale. Und leider, leider werden es ja jedes Jahr mehr Menschen, die auf der Flucht sind. Im Moment sind es weltweit über 65 Millionen. Das sind fast so viele, wie die alte Bundesrepublik Einwohner hatte. Und ist ein Riesenproblem ja für alle Anrainerstaaten dazu, in Europa, aber auch in einer ganzen Reihe von anderen Erdteilen. Wir haben ja vor allen Dingen auch die Zusammenhänge zwischen Krieg einerseits und Flüchtlingsbewegungen andererseits. Also Frieden und Flüchtlingsbewegungen oder Nichtbewegung, dass die Menschen in ihren Ländern bleiben, sind ja sozusagen die zwei Seiten. Richtig, das sind die zwei Seiten, aber es ist es eben nicht alleine. Das ist eine wichtige und grundlegende Impuls, die Heimat zu verlassen zu müssen, weil Krieg, Verfolgung, Unterdrückung, sexuelle Gewalt an der Tagesordnung sind. Und das gilt eben in mittlerweile sehr vielen Ländern der Erde. Hinzu kommt noch ein zweites, das sind Naturkatastrophen. Eine Dürre beispielsweise, Dürrewelle, die im Moment im Südsudan zu registrieren ist, die wird mit dazu beitragen, dass dort die Situation die schnellst anwachsende Flüchtlings- und Hungerkatastrophe in Afrika auslöst, die wir zurzeit erleben können. Denn eines wird ja auch, glaube ich, immer deutlicher, dass auch je mehr wir hier dann mit Flüchtlingen auch in der konkreten Arbeit, in der Lebenssituation zu tun haben. Diese Menschen verlassen ja ihre Heimat nicht, weil man mal eben woanders hin möchte, sondern das ist ja eine dramatische Entscheidung, ein dramatischer Einschnitt und für viele wirklich sozusagen die Flucht auch vor dem eigenen Tod, der ihnen in ihren Heimatländern gedroht hätte. Richtig. Niemand verlässt freiwillig seine Heimat. Niemand geht freiwillig, macht sich freiwillig auf die Reise. Und wenn wir wissen, dass von den über 65 Millionen Menschen, die Flüchtlinge sind, die Vertriebene sind, Binnenflüchtlinge im Land oder eben außerhalb des Landes, dass davon mehr als die Hälfte Frauen und Kinder sind und dass die Kinder oftmals unbegleitet von Erwachsenen auf der Flucht sind, dann kann man sich die Dramatik der Situation, auch der Schicksale, kaum anders vorstellen, als dass hier sofort und unmittelbar geholfen werden muss. Und das ist das, was der Hohe Kommissar für Flüchtlingsfragen mit seinen vielen Mitarbeitern weltweit tut. Und der Hohe Kommissar hängt ja direkt sehr weit oben sozusagen in der UN-Hierarchie oder in der UN-Organisation, ist auch der Vollversammlung gegenüber rechenschaftspflichtig. Also die UNO ist ja sozusagen auch gegründet worden, um Menschen zu beschützen. Die Völkergemeinschaft hat das getan, aber ich persönlich glaube, sie ist nicht weit genug gegangen, weil der UNHCR der einzige ist, der kein Budget hat, der also bei Regierungen anklopfen muss und bitten muss um Geld. Und wir als UNO-Flüchtlingshilfe, als nationaler Partner der Zivilgesellschaft, wir tragen eben das auch noch bei, was wir tun können, um finanzielle Unterstützung für die Flüchtlingsarbeit des UNHCR zu gewährleisten. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Arbeit im Land, sondern insbesondere auch auf die Soforthilfe, die dann vor Ort stattfindet in den Flüchtlingslagern. Wo sind denn im Moment auch die Schwerpunkte, die die UNO-Flüchtlingshilfe Deutschland unterstützt, fördert? Das Hauptkrisenland, was Flüchtlinge anbetrifft, ist zurzeit tatsächlich Syrien, gefolgt von Afghanistan und Somalia. Dort sind die meisten Menschen unterwegs, um sich vor Krieg und Gewalt in Schutz zu bringen. Und wer an den UNHCR denkt, der denkt natürlich vor allen Dingen, sieht man Bilder von großen Flüchtlingslagern, von Zeltstätten, wo eben Menschen untergebracht sind und als erstes mal eine Überlebenshilfe benötigen, ein Dach über dem Kopf, Schutz
und eben dann auch folgend Gesundheitsvorsorge, dann eben folgend natürlich all das, was notwendig ist. In vielen Camps ist beispielsweise Malaria ein großes Problem. Also muss für Impfung gesorgt werden. Wenn man das alles nur tun kann, um zu sehen, dass man genügend Geld hat und dann eben bei den Regierungen anklopfen muss, dann ist das, wird das eine zunehmend schwere Aufgabe. Insofern bin ich sehr dankbar, dass viele Menschen in Deutschland sich dafür entscheiden, mit einem monatlichen Beitrag bei der UNO-Flüchtlingshilfe dafür Sorge zu tragen, dass eben diese Arbeit unterstützt wird. Viele Projekte beispielsweise des UNHCR sind unterfinanziert. Und wir haben ja gesehen, was es vor 2 Jahren bedeutet hat, als die Nahrungsmittelrationen mangels finanzieller Mittel des UNHCR reduziert werden mussten. Die Menschen haben sich auf den Weg gemacht. Also das muss man, diesen Zusammenhang kann man ja nicht oft genug wiederholen, dass wir aus humanitären Gründen verpflichtet sind, aus moralischen Gründen verpflichtet sind zu helfen, allerdings auch verpflichtet sind zu helfen oder uns verpflichtet fühlen sollten zu helfen. Ich sage das im verstärkten Umfang, um eben auch die Flüchtlingsproblematik auch vor Ort zu entspannen, in der Hoffnung, dass es auch wieder Frieden und Rückkehr gibt, dass also auch die Heimat wieder zur Heimat werden kann. Richtig. Und da helfen manchmal Zahlen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass 24 Menschen pro Minute aus ihrer Heimat vertrieben werden. Und das sind ungefähr 34.000 Menschen jeden Tag. Dann wird die gesamte Dimension der Herausforderungen und der Aufgaben deutlich. Und das, was der Weltflüchtlingstag erreichen will, ist einmal diese Problematik zu verdeutlichen und zum anderen auch zu sagen, das können wir nicht einfach hinnehmen, sondern da müssen wir helfen und müssen unterstützen. Und Sie arbeiten ja dann auch im Land, in Deutschland selbst, an diversen Projekten. Was sind denn in Deutschland die Schwerpunkte der UNO-Flüchtlingshilfe? Der Großteil unserer Spendengelder geht an den UNHCR für seine internationale Arbeit. Ein kleinerer Teil wird regelmäßig ausgeschüttet an Projekte, die hier in Deutschland bei uns eben Unterstützung beantragen. Darunter sind sehr konkrete Projekte wie beispielsweise Jobcoaches für Flüchtlinge in Würzburg oder in Wuppertal Begleitung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit Stipendien in die Schulausbildung zu bringen oder sehr wichtige Unterstützung für Flüchtlingsräte in Niedersachsen, Hessen, aber auch Bayern und schließlich all das, was die direkte Arbeit mit den Menschen, vor allen Dingen Frauen und Kinder, die traumatisiert hier bei uns ankommen, wie die Unterstützung und Genesung finden können. Diese Projekte werden von uns vornehmlich unterstützt. Also da arbeiten Sie dann ja auch als NGO mit den nationalen Stellen und mit den Hilfswerken zusammen, die wir hier, wie Rotes Kreuz und anderen Einrichtungen. Da arbeiten wir mit denjenigen zusammen, die eben diese Projekte dann vor Ort umsetzen und bei uns beantragen eine finanzielle Unterstützung, die dann eben regelmäßig ausgeschüttet wird. Denn wichtig ist ja, dass es in der Tat eine gesellschaftliche Aufgabe ist, dass sich jeder gefordert fühlt, seinen Teil dazu beizutragen. Ich will gar nicht mal sagen, dieses Wort Integration ist mittlerweile so abgegriffen. Aber hier geht es ja um sehr konkrete Hilfe für Menschen in Not. Und viele, auch das haben wir ja eingangs schon erwähnt, die mal in ihrer eigenen Familie nachfragen, werden auch auf Oma, Opa, Uroma stoßen, die ebenfalls in großer Not hier angekommen sind und auch für jede Hilfe dankbar waren und auch dadurch ermöglicht wurde, dass wir jetzt hier in diesem Land sehr gut leben können. Richtig. Und daraus dann eben auch eine Konsequenz ziehen. Nicht jeder und nicht jede kann sofort losgehen, die Ärmel hochkrempeln und sagen, da packe ich mit an. Aber ich bin froh darüber, dass beispielsweise eine Studie vor wenigen Wochen ergeben hat,
Die Willkommenskultur in Deutschland hat den Stresstest bestanden. Denn wir hatten ja auch medial mit großen Überschriften eine Willkommenskultur hier. Und das ging ja dann zurück. Aber es ging zum Glück nur zurück von der Seite 1 der Medien, sondern es gibt viele, viele ehrenamtliche Helferinnen und Unterstützerinnen und Unterstützer in der ganzen Republik, die daran arbeiten. Und diejenigen, die das nicht können, die überlegen sich, wie kann ich anders helfen? Was kann ich tun? Kann ich einen Beitrag leisten? Wir haben beispielsweise viele ältere Menschen, die sich genau an ihre eigenen Fluchterfahrungen erinnern und sagen, ich möchte, dass der UNHCR diese Arbeit eben unterstützen kann, beispielsweise indem sie ihn mit einem Beitrag im Testament bedenken und damit die UNO-Flüchtlingshilfe einsetzen, damit wir eben diesen Beitrag dann auch weiter leisten können. Denn dieser Beitrag ist ja auch ein Beitrag sozusagen für eine humane Welt, nicht nur bei uns, sondern im internationalen Bereich, auch was die ganze Frage von Menschenrechten, von grundsätzlichen nach demokratischen Freiheiten und vor allen Dingen Menschenrechten anbelangt. Denn Flüchtlingsströme entstehen ja nicht nur, wie wir schon gesagt haben, durch Krieg, Hunger, sondern ja auch durch staatliche Verfolgung und staatliche Repression, was man ja auch in Afrika, durch die Flüchtlingsströme in Afrika sehr deutlich sehen kann. Wenn ich gerade sagte, dass der Südsudan eben eine ist, die schnellst wachsende Flüchtlingskrise, dann hat ja auch jetzt vor wenigen Tagen Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier darauf hingewiesen, dass wir eine Verantwortung haben gegenüber den Menschen dort in Afrika und diese Krise natürlich auffangen müssen durch Unterstützung und sehr konkrete Arbeit dort vor Ort. Die Frage, die sich mir dann natürlich auch stellt, wenn man die UNO-Flüchtlingshilfe, die UNHCR unterstützt, wo kann man denn sich die Projekte ansehen und sich darüber auch über die konkrete Arbeit informieren in den Medien, im Internet ja sicherlich? Genau, wir sind natürlich im Internet präsent. Dort zeigen wir, mit wem wir zusammenarbeiten, mit welchen Projekten wir zusammenarbeiten. Und natürlich gibt es auch jede Menge Filme im YouTube-Bereich beispielsweise, wo man sehen kann, was passiert da eigentlich vor Ort. Beispielsweise im Fall von Bildung für Kinder in Flüchtlingslagern. Was tut der UNHCR auf diesem wichtigen Feld? Denn eins ist ganz klar. Flüchtlingskinder haben entschieden weniger Chancen, in den Genuss von Bildung und auch weiterführender Bildung zu kommen, gegenüber weltweit allen anderen Kindern. Und was das langfristig bedeutet, ist auch klar. Heißt also, der UNHCR muss nicht nur für Schutz sorgen, für Ernährung und Gesundheit, sondern ist natürlich auch hier in Zusammenarbeit mit vielen anderen Organisationen und Partnern gefordert, wenn es um Unterricht und Bildung geht. Also selbst ja in den Flüchtlingslagern, wo die Menschen ja, was man auch nochmal sagen muss, ja zum Teil Jahrzehnte verbringen müssen oder Jahre verbringen müssen und die Kinder da dringend darauf angewiesen sind, in diesen entscheidenden Jahren dann auch was zu lernen, um in ihrem Heimatland oder wo auch immer sich dann in der Tat eine Existenz aufbauen zu können. Richtig. Ja. Und mir liegt auch viel daran, deutlich zu machen, dass es die ärmeren Länder sind, die Flüchtlinge in großer Zahl aufnehmen und die finanziell stärkeren Länder, reicheren Länder, eigentlich bei der Aufnahme eher zurückhaltender sind. Das ist auch ein Zusammenhang, den man sehen muss, weil natürlich auch dort vor Ort dafür gesorgt werden muss, dass diese ärmeren Länder durch ihre Bereitschaft der Aufnahme nicht noch weiter in ihren Möglichkeiten reduziert werden, sondern dass sie vor Ort unterstützt werden. Und genau das tun eben die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UNHCR. Man sollte sich ja auch nochmal vor Augen halten, bei allen Problemen, die wir im Moment mit der Türkei haben, dass die Türkei so viele Flüchtlinge aufgenommen hat wie ganz Europa zusammen. Plus Jordanien, also dass diese Länder
um den Krisen, um die Krisenherde, kann man ja sagen, herum eine unglaubliche Bereitschaft zeigen, ja auch dann zu helfen. Richtig. Und da ist die Türkei im Moment und natürlich auch Jordanien sind wirklich Länder, bei denen eine große Zahl an Menschen lebt und aufgenommen ist. Und wir müssen natürlich auch für diese Menschen Unterstützung organisieren und müssen dafür Sorge tragen, dass, wie gesagt, der UNHCR in vielen Fällen eben nur ganz wenig Finanzierung, manchmal nur die Hälfte der Projekte überhaupt richtig finanziert, durchfinanziert hat. Und das ist natürlich ein großes Problem bei einer wachsenden Zahl von Menschen weltweit, die auf der Flucht sind. Wenn wir jetzt noch mal den Krisenherd Nahen Osten verlassen und uns in Richtung Asien und Lateinamerika gehen, wie stellt sich denn da im Moment die Situation dar? Da ist genau festzustellen, wie weltweit, dass beispielsweise in El Salvador, Guatemala oder Honduras sich die Zahl fast verzehnfacht hat in den letzten 5 Jahren der Menschen, die da auf Flucht sind. Und auch das ist Gewalt und Verfolgung sind die Ursachen. Und auch da muss natürlich UNHCR unterstützend eingreifen. Manchmal ist es so und in vielen kritischen Situationen ist es so, dass der UNHCR alleine schon durch seine Anwesenheit mit dafür sorgt, dass für eine bestimmte Gruppe Sicherheit entsteht. In anderen Fällen, und jetzt gehe ich mal von Lateinamerika wieder in den Jemen, in den anderen Fällen ist es so, dass man natürlich auch mit den Kriegsparteien, mit beiden Kriegsparteien sprechen muss, um sicherzustellen, dass die vielen Helferinnen und Helfer nicht selber in Lebensgefahr geraten. Also beispielsweise, wo können wir langfahren, um Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen? Das müssen die Kriegsparteien dann auch wissen, damit sie da keinen Beschuss vornehmen. Und da ist natürlich dann auch die Tatsache, dass der UNHCR und damit auch die Flüchtlingshilfe Teil der UNO sind, wenn ich das so sagen kann, dass die Völkergemeinschaft ja hinter diesen Hilfsmaßnahmen steht, sicherlich ja eines der Dinge, die die Arbeit der UNHCR so besonders macht. Die das so besonders macht und trotzdem, ich sitze hier bei Ihnen auf dem weichen Sessel, im Studio, im Trockenen. Ich habe den größten Respekt vor den Menschen, die dort vor Ort helfen, in Rescue-Teams, in direkten Unterstützungsarbeiten. Ich glaube, das kann man sich kaum vorstellen, mit welchem Engagement und welcher Empathie hier auch unter Gefährdung des eigenen Lebens, das sind Kriegsgebiete, wo geholfen wird, auch unter Gefährdung des eigenen Lebens eben Unterstützung durch die UNHCR-Mitarbeiter geleistet wird. Und der Weltflüchtlingstag bündelt, stellt Öffentlichkeit her. Und sorgt dafür, dass wir aus unserem weichen Sessel heraus uns überlegen, ob wir nicht doch bereit sind, mit einem Beitrag einmalig oder regelmäßig, beispielsweise in Deutschland über die UNO-Flüchtlingshilfe, diese Arbeit zu unterstützen, sie für notwendig zu halten. Und ich meine, Deutschland stünde es gut an, wenn jeder in Deutschland 1 Euro pro Jahr für Flüchtlingsarbeit weltweit zur Verfügung stellen würde. Das sind 82,5 Millionen. Wir haben im letzten Jahr 26,5 Millionen generiert. Das ist schon eine große Summe. Trotzdem eine, die noch weiter wachsen kann. Und ich setze einfach darauf, dass viele Menschen auch über den 20. Juni, den Weltflüchtlingstag, merken, da ist eine Situation, die mich moralisch, aber auch ganz konkret in meinem Alltag betrifft. Und viele wissen es ja, wie sieht es aus bei uns in Schulen und in Orten und das Wort Integration und wie kommen wir zusammen, ja sehr oft eine wichtige Rolle spielt in den Kommunen und in den Städten.
Deswegen freue ich mich ja auch so sehr, dass es diesmal erstmalig gelungen ist, auch Bürgermedien mit der UNO-Flüchtlingshilfe sozusagen zu verzahnen, anlässlich zu vernetzen und ein gemeinsames Projekt zu machen, weil ja auch die Bürgersender in der Bundesrepublik ja zahlreiche Medienprojekte gestartet haben, wo es eben um die ganz konkrete Hilfe vor Ort geht, wo es um Integration, Sprache geht, Perspektive geht, aber auch um Wiederaufbau, Heimatländer, diesen gesamten Komplex zu helfen und das in eine Kombination zu bringen und damit auch gemeinsam sozusagen eine nationale Öffentlichkeit herzustellen bzw. dabei zu helfen, verstärkend zu wirken bei der Herstellung der nationalen Öffentlichkeit. Dafür sind wir auch sehr dankbar, Herr Ressmann. Wir glauben, dass gerade das, was Sie jetzt beschrieben haben, was in vielen Bürgermedien berichtet wird, nämlich wie sieht es eigentlich bei uns in unserem Dorf, in unserer Stadt, wie sieht es vor Ort aus, was machen wir konkret, wie sieht es eigentlich bei dem unbegleiteten, minderjährigen, syrischen Jungen oder Mädchen, 14, 15, 16 Jahre alt, was haben die erlebt, was berichten die von ihrer Flucht? Das sind teils berührende, sehr, sehr berührende und auch schreckliche Erlebnisse für diese Kinder, dass die Bürgermedien darüber berichten und zeigen, was können wir tun, auch vor Ort und wie betrifft es uns. Das ist eine wunderbare Kooperation, weil es einfach wichtig ist, vielen Menschen in Deutschland das nochmal deutlich ins Bewusstsein zu rufen. Wir können etwas tun, wir tun schon viel, aber wir können noch mehr tun. Und an welchen Stellen wir das tun können und wie wir davon betroffen sind, das wollen wir eben auch durch diesen Weltflüchtlingstag gemeinsam nach vorne stellen. Ja, das war jetzt ein schönes Schlusswort für eine wirklich spannende, auch sehr umfassende Diskussion und Blick auf dieses wichtige Thema, was von uns vor Ort ja bis zur Weltpolitik reicht. Aber in einer der ganz wenigen Bereiche, wo jeder von uns ganz konkret helfen kann und wo jeder von uns auch eine Verantwortung trägt. Und das wollen wir auch mit Sondersendungen aus der ganzen Bundesrepublik in den nächsten Wochen und Monaten und insbesondere auch am Weltflüchtlingstag deutlich machen. In diesem Sinne, Herr Rundstrobauer, wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit, für die Flüchtlingshilfe in Bonn. Und ich hoffe, dass wir demnächst wieder zu einer gemeinsamen Aktion, zur gemeinsamen Aufklärungsarbeit zusammenkommen können. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen sehr erfolgreichen Weltflüchtlingstag 2017. Schönen Dank, dass Sie da waren. Ganz herzlichen Dank. Avant de quitter le Burundi, j'ai eu peur. بعدين أنا بسوريا ضيعت قبل ما أطلع منها انهدت. بنشتاق للبيت كله. بنشتاق إنه نرجع على بيتنا ونقعد ببيتنا ونأمن على أولادنا. Es que la verdad, yo ando aquí y no sé para dónde ir, no sé para dónde voy, y ando con mi hijo. It is very personal for me that I know that the family is safe, the family is under one shelter. La primera preocupación para estas familias es tener un techo, ¿no? I get to give thousands of people a house every day.
Ich möchte einen Beruf lernen, weil ich bin neu hier. Wo kann ich mich informieren? Ich bin auch neu hier. Ja, so Berufsmessen gibt es ja voll viele. Ein Beruf, oh Gott, bei der Bundesagentur für Arbeit auf jeden Fall. Dann in der Berufsschule gibt es ja einiges, was man machen könnte. Du möchtest einen Beruf lernen. Ich würde mal, ich glaube beim Arbeitsamt gibt es ein Berufsinformationszentrum. Okay Leute, willkommen beim Link Magazine. Ich bin Ajmir und ich boxe mich durch in Deutschland. In Deutschland findet man keinen Job auf der Straße. Ich gehe heute in das Berufsinformationscenter. Mal schauen, welche Informationen ich dort bekomme. Können Sie mir erklären, was das BITS ist? Das BITS ist eine Selbstinformationseinrichtung. Hier können alle Leute, alle Bürger, die sich über Berufe, über Ausbildung, über Weiterbildung, über Studium informieren möchten, herkommen und finden hier eine ganze Vielfalt von Informationen, um sich da ihre Fragen, die sich dann stellen, auch entsprechend beantworten zu können. Gehen wir zunächst mal auf die Stadtseite der Arbeitsagentur. Und diese Seite können Sie auch jederzeit von überall hier in Deutschland abrufen, ja, wenn Sie irgendwo einen Laptop haben oder ins Internet gehen, www.arbeitsagentur.de. Und da ist jetzt eine Willkommenseite speziell für Flüchtlinge drin. Ja? Und diese Willkommenseite, die gibt es auch in Arabisch und Englisch und in Französisch. Also die könnten Sie auch in Arabisch jetzt umstellen und könnten sich da informieren. Und auf dieser Willkommenseite gibt es eine ganze Menge Informationen. Einmal zum Thema Sprachförderung. Was gibt es hier für Möglichkeiten? Wie komme ich hier vielleicht an einen Sprachlehrgang, der für mich wichtig ist? Eine Arbeitsstelle finden. Wenn Sie dann mal so weit sind, dass Sie die Sprache so weit beherrschen, dass Sie auch eine Arbeitsstelle antreten können, könnten Sie sich hier Informationen herausholen. Was habe ich alles für Möglichkeiten, eine Arbeitsstelle zu finden? Das Berufe.tv ist hier eine Datenbank bei uns auf unserer Homepage. Und darüber kann man sich Filme zu bestimmten Berufen anschauen. Und wenn man jetzt hier mal reinguckt und sagt hier Berufe von A bis Z, viele Filme kann man auch mit englischem Untertitel unterlegen, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz finden, dazu gibt es hier Informationen. Und ganz neu haben wir jetzt hier auch eine App, die man sich herunterladen kann, zum Thema Ankommen. Neuer Service und Lern-App für Flüchtlinge. Was muss ich hier alles beachten? Was muss ich alles machen? Was gibt es hier alles so für Möglichkeiten? Und diese App kann man sich auch herunterladen und auf sein Handy oder auf sein Smartphone und kann das dann auch immer wieder dann darauf nachlesen. Und das sind diese 6 Bewerber-PCs, die wir bei uns im BITS zur Verfügung haben. Ganz moderne Computer, an denen man wirklich sehr professionell Bewerbungen schreiben kann. Da sind auch so entsprechende Vorlagen drin. Die Leute können also die Vorlage zum Beispiel Bewerbungsschreiben anwählen. Die können die Vorlage Lebenslauf anwählen und haben dann schon, wie gesagt, schon so eine gewisse Vorgabe. Brauchen das praktisch nur noch auszufüllen, ihre Daten einzutragen und können so sehr schnell professionelle Bewerbungen schreiben. Man kann in Farbe ausdrucken, man kann die Bewerbungen übers Internet auch verschicken. Und hier nochmal dieser Stick, das ist hier ein Geschenk hier vom BITS. Da speichern wir dann Ihre Bewerbung ab und den bringen Sie immer wieder mit, wenn irgendwas abgeändert wird, wenn Sie wieder irgendwas neu schreiben möchten, bringen Sie den mit und dann können wir das, was drauf ist, auch immer wieder verwenden und Sie müssen dann immer wieder alles neu schreiben. Gut. Bitte schön. Dankeschön, vielen Dank. Okay, das war es von mir. Hinterlasst einen Kommentar oder schreibt uns auf unserer Facebook-Seite. Alle Links zu dieser Sendung findet ihr unten in der Beschreibung. Haut rein und boxt euch durch. Bis zum nächsten Mal. Euer Ajmir. Ich möchte deutsche Sprache lernen, weil ich bin neu in Deutschland. Wo kann ich mich informieren? Hier gibt es Sprachschulen, also viel Spaß. Wenn man die deutsche Sprache lernen will, gute Frage. Arbeitsagentur würde ich mal fragen. In der Volkshochschule? Ich würde erstmal zum Rathaus gehen, jetzt in der Nähe, wo sie halt dann sind, und dann würde ich mich dort informieren. Vielleicht bei der Abendakademie, also dort, die machen dort Deutschkurse und so weiter, da können sie sich oder im Internet. Wo gibt es Internet, das kostet frei?
Es gibt da viele, viele Läden, da kann man sich reinsetzen, da gibt es kostenloses WLAN. Es gibt hier, in der Stadt gibt es auch so ein kostenloses WLAN. McDonald's kann es kostenlos WLAN haben. Kostenfrei kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber im Internet können Sie in Internetcafé gehen, da zahlen Sie vielleicht 1-2 Euro. Können Sie sich da schon mal im Internet kundig machen, auch, ja. Okay, Leute, willkommen beim Link-Magazin. Ich bin Ajmir und ich buchse mich durch in Deutschland. Wenn ihr noch keinen Platz im Sprachkurs habt oder selber lernen wollt, dann braucht ihr Internet, um selber zu lernen. Ich gehe heute in die Bücherei der Stadt Ludwigshafen. Von einem Freund weiß ich, dass es dort kostenlos Internet gibt. Hallo, ich bin Ajmir. Ich bin Tanja Weißmann. Können Sie erklären mir, was ist eine Bücherei? Ja, eine Stadtbibliothek ist ein Ort, wo ganz viele Leute kommen, um sich hier zu treffen, um Informationen zu holen, um hier zu lernen und Medien auch auszuleihen. Ja? Also man kann ja die Informationen auf vielfältige Art holen, entweder man entleiht sich ein Buch oder eine CD. Oder man kann auch im Internet surfen. Wir haben hier feste Internetarbeitsplätze und auch die Möglichkeit, frei ins WLAN zu gehen und dann auf sein eigenes Smartphone oder Tablet zu surfen. Wo die Computer sind? Ja, die Computerarbeitsplätze sind hinten im Schulungsraum. Die würde ich Ihnen gerade zeigen. Hier den Nutzercode ein. Wie kann das Internet benutzen, um die Sprache zu lernen? Ja, es gibt da verschiedene E-Learning-Angebote. Mhm. Zum Beispiel hat die VHS eine Homepage, wo man Sprachkurse benutzen kann. Oder auch das Goethe-Institut hat eine Willkommensseite. Mhm. Da gibt es sowohl Sprachkurse, aber auch Hilfen, wie man sich zum Beispiel auch in Deutschland zurechtfindet am Anfang, an Behörden und beim Arzt und so weiter. Also ganz, ganz praktische Dinge, die man auch finden kann. Und natürlich hat man im Internet Zugang zu allen anderen Informationen auch. Ja? Also man kann nachgucken, wann die Straßenbahn fährt und die alltäglichen Dinge auch. Okay, das war es von mir. Ich hoffe euch hat meine erste Sendung hier im Link Magazin gefallen. Hinterlasst einen Kommentar oder schreibt uns auf unserer Facebook-Seite. Infos zu Deutschkursen im Netz findet ihr unten in der Beschreibung. Haut rein und buchst euch durch. Bis zum nächsten Mal. Euer Ajmir. Lost my time, lost my place in sky blue. With two blue eyes like your face in sky blue. I know how to fly, I'll go where the crowd. My name is Rami Hamade. I'm 24 years old. I'm from Syria. I wanted somewhere to start, somewhere safe to start, to build something. I was pretending to be safe until my university has been the most favorite target of the rockets. And you can't go to the exam while every time you study and you want to go to the exam and your phone rings and, oh, your friend died. You can't continue studying there. Love. Because Syria is a small country. We are 24 million. And there are 73 religions there, in a very small place. And yet we learned how to live together, to. Okay, there is faults, there is bad things, there is no, like, the perfect place.
You know, war do very bad things with people. War changes people. The worst thing about war that it gives all the bad people the chance to be bad people. It also gives you the chance to forgive, to be a better person. But when I found two people fighting, everybody's wrong. Everybody who fights now is wrong. There is no one who fights for good thing and ones who fight for bad thing. I believe that's how I'm raised. That's how I believe. There is one reason to fight. When you are about to get attacked, to defend ourselves. I need to quote from the Quran. That who kills one man without right, just as he kills everybody. You don't have the right to kill anybody. And yet we use its name to do bad things. Imagine that. Imagine ISIS. They use the name of God to kill. Oh my God. This is insane. How could you kill in the name of the love? How could you? It's bad. How to be... Yeah, this is a bad thing also about Germany. How to be judged by the faults of others. This is not my fault. Don't judge me on them. I'm a good guy. We are a good religion. But these are bad people. Christianity is a good religion, but KKK is a bad people. That's it. How could you kill a Christian? How could you? In the name of God. Imagine that. You can't. About Germany, I found this integration, Wolmerstadt. I found people who really, they don't know us. They didn't know about us, but they gave us the chance. They gave us the chance to be ourselves. I want to study first. Then I need to do something back for Germany at first, and then I need to do something for the world. Like, this is what I feel since I was a kid. آتفا بلوچ هستم. مدت 7 ماه میشه که تقریبا 7 ماه میشه که وارد شهر آلمان شدیم و فعلا اقامت دارم در شهر مگدیبورگ آلمان. از خانواده ما 7 نفر است. 3 تا دختر، 2 تا پسر دارم که همگی تحصیل کرده هستند و افغانستان هم درس می‌خواندن. از سال 65 درس خلاص کردم، فارغ التحصیل صنف 12 شدم. بعد شامل فاکولته ادبیات شدم. در زمینه که کار می‌کردم هم درس می‌خواندم. روزانه کار میکردم، رادیو افغانستان برنامه شبکه بلوچی رو پیش میبردم و شبانه هم میرفتم فاکولته میخواندم. مدت 28 سال میشه که من در رادیو کار میکردم. کار ما خیلی مهم است. کار ما رسانه است. رسانه باید سر وقت رسانه سقوط کنه، دولت سقوط میکنه. دولت که پیشرفت میکنه از طریق رسانه ها پیشرفت میکنه. ژورنالیستی هم نقشش همی است. وقتی شبکه وجود داشته نباشه، وقتی تبلیغات وجود داشته نباشه، مردم چه رقم آگاه باشن از زندگی روزمره، از پیشرفت کشور خود، از تمام دنیا چه رقم آگاه باشن؟ همی کار است رسانه آزاد باشه که آدم بتانه پیشرفت کنه. وقتی ژورنالیستی بخوانی و ژورنالیست نتانه کار انجام بده، اصلا کشوری وجود نداشته باشه. بله، 1.5 ماه طول کشید. زیاد مشکلات را دیدیم با تمام اعضای خانواده.
با وجودی که بچه خورده دار داشتم بسیار مشکلات دیدم بعد از یک و نیم ما رسیدیم به آلمان ما در کشور آلمان خیلی مشکلات دیدیم 10-15 روز ما ماندیم در بین خانه‌ای که تقریبا حیوانات بود گابخانه‌شان بود بعد بچه بدبختی ما یک شب تا صبح داخل کوه کوهی که خطرناک بود برف می‌بارید ما تا صبح راه رفتیم در کوه تا بالاخره ما به کشور ترکیه رسیدیم ترکیه ما 10-15 روز دیگه ماندیم تا که آب درست شوه باران نباشه بتانیم طریق او ما از دریا تیر شویم وارد یونان شویم بسیار مشکلات ها رو ما منتظر بماندیم به ترکیه مریض شدم در کوه مریض شدم ما اولادایم زیاد مشکلات بدبختی یک شب تا صبح که انسان در بین برف را بره در بین کوه را بره خودتان احساس کنید که او چی موقعیت داره به بسیار مشکلات ما آمدیم مجردی بودن که بعض موقع دست می گرفتن بچه ها رو کمک می کردن در کوه با وجود از او هم خیلی مشکلات بود خانواده بود که بچه هاشان مفتادن در دره دیگه نمی تانستن که برن بچه ها رو بکشن فامیلا رو از دست دادن در بین دریا روزی که ما رد می شدیم چندین کشتی در آب افتاد غرق شدن دیگه ما نجات پیدا کردیم 3 ساعت 3.5 ساعت ما داخل آب بودیم مشکلات ها رو دیدیم کمکم می کردن بله مشکلات هم داشتن کمکم داشتیم دیگه مشکلات را خودش خود می فهمید چقدر سخت است دوست دارم که اول زبان دویچه بلد شم آرزو دارم که یک بار دیگه پشت میکروفون بشونم خودم با خانواده ام با بچه ام تحصیل کنم پیشرفت خوبی داشته باشن آینده خوبی داشته باشن آرزوی من فقط امیست احساس خوشحالی است ممیال فکر میکنم ما پشت میکروفون نشستیم دارم صحبت میکنم دارم پخش میشه صدای من پخش میشه یک بار دیگه فکر میکنم که من برنامه خود اجرا میکنم بر من خیلی جای خوشحالی است خیلی آرزو دارم تشکر از شما تشکر از شبکه شما که وقت خودمان چند لحظه با شما صحبت داشته باشم خیلی خوشحال هستم تشکر In einer Stunde werden Sie und Ihre Familie Ihr Haus verlassen müssen. In 2 Stunden werden Sie in einer schreienden Menge Ihr Kind verlieren. In nur 1 Minute können Sie helfen. Und Ihre Hilfe wird dringend benötigt. Mädchen wie Monika brauchen Ihre Hilfe. Sie hat Schreckliches gesehen, Dinge, die kein Kind sehen sollte. Josefs Flucht war die Hölle. Er konnte die Hand seiner Mutter nicht mehr festhalten. Er hat Angst, sie nie wiederzusehen. Bitte spenden Sie online, um Menschen zu helfen, die alles verloren haben. Diese Familien haben nichts falsch gemacht. UNO-Flüchtlingshilfe schützt diese Menschen, die kein Zuhause mehr haben. Wenn Kinder das Gefühl haben, niemand kümmert sich, dann helfen wir. Wir versorgen sie mit Nahrung, Wasser, Medizin. Bitte spenden Sie online, um Menschen zu helfen, die alles verloren haben. Wir danken Ihnen. Herzlich willkommen beim Blink Magazin. Ich bin Ajmir und ich buchse mich durch in Deutschland. Ohne Arbeit geht es nicht. Und deshalb schaue ich einmal, welche Berufe es in Deutschland gibt. Davor war ich in einem Kindergarten. Viel Spaß. Hallo, ich bin Ajmir. Können Sie sich verstellen? Mein Name ist Anke Tisberger-Weiß. Ich bin die Leitung der protestantischen Kita Apostelkirch. Meine Aufgaben hier sind Anmeldungen von neuen Eltern, Qualitätsmanagement, also alles, was mit Verwaltung zu tun hat. Hallo, mein Name ist Ajmir. Wie geht's euch? Wer sind Sie? Können Sie kurz verstellen? Ja, ich bin Susanne Ersoy. Ich bin Erzieherin hier in der Kita. Und wie sieht ein Tag in der Kita aus? Ja, also morgens kommen die Kinder hierher. Dann können sie entweder schon hier an diesem Tisch frühstücken
Die Kinder, die nicht frühstücken wollen, spielen dann schon einmal entweder in der Bauecke oder auf den Mahltischen oder an den Tischen mit den Spielen. Dann zwischen 9:30 und 10 setzen wir uns alle zusammen hin und machen so eine halbe Stunde lang zu einem bestimmten Thema etwas. Oder wir spielen einfach nur Spiele. Und dann gehen wir oft, wenn das Wetter das zulässt, gehen wir nach draußen in den Hof und spielen dort. Dann haben wir Mittagessen. Um 1 Uhr gehen die ganz Kleinen gehen schlafen. Die Größeren machen eine Mittagspause. Wir machen dunkel und danach wird wieder gespielt. Können die Kinder wieder im Freispiel spielen oder wir Erzieher bieten was an. Hier unten haben die Kinder eigene Ordner. Wenn sie etwas gemalt haben, können sie es da rein heften. Was für Eigenschaften muss ein Erzieher haben? Ein Erzieher sollte ganz viel Empathie für Kinder und auch deren Eltern aufbringen können. Freude am Umgang mit den Kindern haben, neugierig sein, er muss flexibel sein, kreativ sein natürlich, offen sein. Happy Birthday to Susanna. Der Tag ist schon vorbei. Kann ich einen Erzieher wetten? Ajmir, Sie haben sehr schön mitgearbeitet und die Kinder waren ganz neugierig auf Sie und Sie waren so offen zu den Kindern. Und ich denke, es könnte schon klappen. Und in 5 Jahren denke ich mir, dass Ihr Deutsch auch sehr gut geworden ist. Sie wissen, Sie brauchen eine mittlere Reife und eine 5-jährige Ausbildung zum Erzieher. Und wenn Sie die gemacht haben, könnte das gut sein. Es ist sowieso so, dass wir sehr, sehr viele männliche Erzieher brauchen. Es wäre also toll, wir würden uns freuen. Super, vielen Dank. So, das war mein Tag im Kindergarten. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hast du schon einen Job? Welcher Beruf würde dich interessieren? Hinterlasst einen Kommentar oder schreibt mir auf meiner Facebook-Seite. Mehr Informationen findet ihr unten in der Beschreibung. Macht's gut und boxt euch durch und durch Land. Euer Ajmir. Herzlich willkommen beim Blink Magazin. Ich bin Ajmir und ich boxe mich durch in Deutschland. In der letzten Folge war ich in einem Kindergarten und auch heute dreht sich alles im Beruf. Davor besuche ich Wolfgang Schatz in seinem Metallbaubetrieb. So, jetzt wir sind bei Wolfgang Schatz und schauen mal hier, was so passiert. Können Sie sich kurz vorstellen und wo sind wir heute? Mein Name ist Wolfgang Schatz, ich bin der Geschäftsführer der Metallbaufirma. Wir verarbeiten Edelstahl hauptsächlich für Pharmabetriebe, Küchen, für Privatleute und sonstige Sachen. Welchen Beruf kann ich hier lernen? Sie können hier Metallbauer werden. Fachrichtung Konstruktion, das ist unser Gebiet. Sie können anschließend noch eine Technikerprüfung machen, eine Meisterprüfung ablegen und eventuell auch Ihren eigenen Betrieb gründen oder in einem Großbetrieb arbeiten. Welche Voraussetzungen brauche ich? Sie brauchen zusätzlich ein Geschick für Metall, handwerkliches Geschick, Mathematik wäre nicht schlecht, ansonsten alles Weitere wird gelernt. Gut. Es gibt hier viele Maschinen. Was macht man zum Beispiel diese Maschine? Das ist eine hydraulische Stanze. Damit werden Löcher gestanzt. Hier ist eine Bohrmaschine. Hier werden Löcher gebohrt. Hier sind wir in der Blechwerkstatt. Hinten stehen Bleche. Das sind Stahlbleche, Aluminium. Das hier ist eine Schlagschere. Hier werden Bleche zugeschnitten. Aus großen Tafeln werden kleine Stücke. Hier ist eine Abkantpresse. Hier werden die Bleche dann gebogen. Alle Maschinen sind
digital. Sie können sehr genau eingestellt werden, was für unsere Präzision außerordentlich wichtig ist. Hier ist jetzt der Fertigungsbereich. Hier werden die ganzen Teile, die da vorne vorgerichtet werden, zusammengebaut. Hier wird geschweißt, geschliffen, auch noch gebohrt, poliert. Heute habe ich viele gesehen und was kann ich mit dem Ausbildung noch machen? Nach der Ausbildung können Sie noch eine Technikerprüfung machen, Sie können Schweißscheine erwerben, Sie können eine Meisterprüfung machen oder studieren, Architektur, Maschinenbau. Ich finde es sehr gut. Vielen Dank. Was ein Tag! Ich habe viel News gelernt. Hast du Ideen für neue Themen? Was würde dich interessieren? Schreib es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Buchs euch durch in Deutschland, euer Acmir. Deutsche und Ausländer gearbeitet haben. And it was really nice because you got to meet people from different cultures and stuff like that. It was just a lot of fun. Thank you.
Ich bin Christina. Alas Mohammed. Ich heiße Franzi. Es Ramonim. Ich bin die Anna. Es Nichiranim. Ja, Imam Lara. Was meinst du? Sind unsere Orange? Kommen wir.
aufeinander zugehen, begrüßen und dann weggehen. Ihr seht euch, ja? Ihr seht euch? Genau, einfach hier aufeinander zu. Nee, von hier. Okay, aufeinander zu. Alle weg seid und dann zum Peace-Zeichen kommt. Weil so sieht man ein bisschen verloren aus, so stelle ich jetzt. Ja? Also begrüßt erst alle raus und dann mit Schmackes alle ran. Okay? Ich war bei dem Projekt, weil ich eben Lust hatte, neue Leute kennenzulernen und weil ich eben neue Erfahrungen sammeln wollte und mal sehen wollte, wie sich so eine Gemeinschaft entwickelt. Ich mag das, ist alles so ein Tanzen, bisschen Spaß, so alles glücklich und alle. Das fand ich wirklich sehr interessant und man hat auch die Kultur von den Flüchtlingen kennengelernt und es war wirklich sehr interessant und die Geschichte dahinter. Thank you.
Bernd und Dietrich. Die ungleichen Brüder. Ein Märchen. Es waren einmal zwei Brüder, Bernd und Dietrich, die eine große, aber sehr kranke Firma geerbt hatten. Fast alles war kaputt. Die beiden Brüder mussten ganz von vorne anfangen und die Firma wieder neu aufbauen. Schon bald kam es zu einem großen Streit über die richtige Geschäftspolitik. Dietrich suchte und fand seine Geschäftspartner im Osten und Bernd suchte und fand seine Geschäftspartner im Westen. Sie teilten die Firma auf und jeder ging seines Weges. Bernd hatte Glück. Er bekam den größeren Teil der Firma und viel Geld und Hilfe von seinen Geschäftsfreunden. Er krempelte die Ärmel hoch, spuckte in die Hände und packte an und baute auf. Schon bald ging es der Firma besser. Und nach ein paar Jahren sprachen alle Leute von einem Wirtschaftswunder in Bernds Firma. Seine Leute wurden reicher und reicher und dicker. Dietrich hatte Pech. Er bekam den kleineren Teil der Firma und niemand half ihm. Im Gegenteil, er musste noch alte Rechnungen bezahlen und die Firma völlig neu organisieren. Auch er krempelte die Ärmel hoch, spuckte in die Hände, packte an und baute auf. Aber alles war sehr mühsam und dauerte viel länger. Auch seiner Firma ging es nach einiger Zeit etwas besser. Aber von einem Wirtschaftswunder konnte keine Rede sein. Die Leute in Dietrichs Firma mussten zwar nicht hungern, aber reich und dick wurden sie auch nicht. Warum geht es uns nicht auch so gut wie denen dort drüben, fragten sie. Immer mehr Leute waren unzufrieden, aber niemand durfte das laut sagen. Kritisieren und schimpfen waren nicht erlaubt. Und als immer mehr Leute keine Lust mehr hatten, für Dietrich zu arbeiten und wegliefen, um bei Bernd zu arbeiten, baute er einfach eine große Mauer um die Firma, damit niemand mehr weglaufen konnte. Aber das half nichts. Die Leute konnten zwar nicht mehr weg, aber sie wurden immer unzufriedener. Sie sahen, wie gut es den Leuten in Bernds Firma ging. Und das wollten sie auch haben. Sie gingen auf die Straßen und forderten den Rücktritt der Dietrich-Geschäftsleitung und schließlich die Vereinigung der beiden Firmen. Laut riefen sie erst, wir sind die Firma, und dann, wir sind eine Firma. Und schon bald war es soweit. Die Mauer wurde abgerissen, Bernd übernahm die Geschäftsleitung in Dietrichs Firma und Dietrich verschwand und wurde nie mehr gesehen.